Faber. Guck doch mal, der will den klauen. Nur guck doch mal. Der gehört ihm doch gar nicht. Klar gehört er dem. Der hat nur einen Schlüssel stecken lassen. Der sieht nicht aus wie ein Mercedes-Fahrer. Susanne, wollten wir einen Ausflug machen oder was? Ja, okay. Ich will's ja nur gesagt haben. Könnte ja sein, dass es dich interessiert. Nein. Hast du meine Zigaretten? Dachte ich's doch. Mensch, wenn das nicht klar ist. Tag. Wäre das nicht ein bisschen einfacher gegangen? Schnauze. Bitte, kann ich Ihre Papiere mal sehen? Bloß ab! Ich will's ja nicht weiter aufhalten, aber ich bin von der Polizei und meine Freundin, die sie zufällig beobachtet hat, die meint jetzt, es könnte sein, dass es gar nicht ihr Wagen ist. Da hat sie sich getäuscht! Na bitte her mit den Papieren, ja? Verschwinden Sie endlich! Ferdi! Lassen Sie mich los, Mann! Ferdi! Ferdi, komm her! Das los. Ist mein Wagen! Sag ihm, dass das mein Wagen ist, verdammt nochmal! Ich hab ruhig keine Zeit, ich muss Kalle. Weg! Wollt ihr nur seine Papiere sehen? Ja, ja, beruhig dich, Kalle, beruhig dich. Die liegen im Auto! Oh Mann, war das peinlich. Der Tankwart hat mich angeguckt, als wäre ich neu in dem Beruf. Hätte ja sein können. Hä? Na, dass du neu bist. Sehr witzig. Ach, Faber, ich hab dich noch nie so komisch gesehen. Es hat sich wirklich gelohnt. Susanne, man guckt sich die Leute an, bevor man eingreift. Verstehst du? Jawohl. Und wenn man sich die Leute genau anguckt, dann weiß man, ob irgendwas faul ist oder nicht. Wenn man einen Blick dafür hat. Ja, den habe ich eben noch nicht. Du verstehst einfach mehr von den Sachen. Ist doch klar. Ist ja auch dein Beruf. Nicht mehr lange, wenn du so weitermachst. Stachelschwein. Da ist aber einer nervös. Das darf doch nicht wahr sein. Fängst du schon wieder an? Guck doch mal. Vielleicht ist was mit dem. Sag mal, Susanne, bist du sicher, dass du mit mir einen Ausflug machen willst? Wieso? Zuerst muss ich mich von den zwei Typen an der Tankstelle verarschen lassen und jetzt soll ich wahrscheinlich rausgehen und höflich fragen, ob da jemand Hilfe braucht. Zum Beispiel. Dann sag ich Ihnen aber auch, Sie sollen sich vertrauensvoll an den Engel der Landstraße wenden. Der steht nämlich direkt hinter Ihnen. Aber schmoll nicht! Komm, steig ein. Das war bloß eine Entführung. Oder der sitzt mit der Pistole im Nacken. Oder der hat einen Herzinfarkt und kann nur noch einen Fuß auf dem Pedal bewegen. Na komm, steig ein. Los, für den Park nach. Hat er nur Spaß gemacht? Ja, weiß ich. Fahr trotzdem. War doch bloß Quatsch. Na, fahr doch! Okay, okay.
Scheißkarre! Scheißkerl! Der wollte den Räuber und Gendarm spielen. Ich vielleicht? Gib mir auch einen. Ich bin sofort wieder da, muss nur mal eben telefonieren. Und du kennst also niemanden, der sich für Gewehre interessiert, hä? Automatische Gewehre. Tja. Da liegen aber 10 Stück davon in deinem Kofferraum, dass du mit dem Heck den Asphalt kratzen kannst. Und du hast von nichts eine Ahnung, hä? Soll ich dir was sagen? Ich kenne sogar deine Abnehmer. Tja, da guckst du aber ganz schön blöde aus der Wäsche, was? Natürlich kenne ich die. Wer sich für Gewehre interessiert, hä? Automatische Gewehre. Tja, da liegen aber 10... Fahndung Max Kühn, Apparat Faber. Ich bin's, Max. Was machst du eigentlich am Sonntag im Büro? Ich bin zufällig vorbeigekommen. Da dachte ich, Hör zu. Schau nach, wem das Auto gehört mit der Nummer GKB 3623. Herr Moment, ist das ein Ernstfall? Schau einfach nach und dann ruf mich zurück, ja? Meine Nummer ist... Herr Moment, ich brauche hier erstmal... So, jetzt. Hast du? 0521 336. Ja, okay. Dann darf man wissen... Also nicht. Der hier ist richtig aufgeplatzt. Aber gut sehen die anderen alle auch nicht mehr aus. Wann haben Sie denn das letzte Mal die Schläuche kontrolliert? Schläuche? Was für Schläuche? Na ja, die meisten machen das nur, wenn man den Kühler abdrückt. Aber das reicht nicht aus. Lassen Sie sich das gesagt sein, meine Dame. Bei meinem Trecker, da mache ich alle 8 Wochen Haariskontrolle. Hallo, Telefon für Sie. Mit wem telefoniert er denn immer? Weiß ich nicht. 12, 13, danke. Danke. Wiedersehen. Susanne, entschuldige, ich muss ganz schnell in die Stadt zurück. Oh Mann, etwa wegen dieser verrückten Geschichte? Und wie willst du das machen? Zu Fuß? Nein, nein, hab kein Taxi bestellt. Faber, ich flehe dich an, bleib auf dem Teppich. Du, das ist irgendein pensionierter Funker oder eine Bremse, die nicht mehr anders geht. Mensch, die ist doch mal undramatisch. Hör zu, Susanne. Ich wollte heute mit dir einen Ausflug machen, ja? Mm-mm. Eben. Und den Fahrer habe ich auch nicht freiwillig gespielt, oder? Mm-mm. Eben. Wiedersehen! Er hat doch nicht etwa den Abschleppdienst angerufen. Keine Ahnung. Also wissen Sie, das kostet ein Vermögen heute am Sonntag. Außerdem helfe ich Ihnen gern. Wollen wir nicht erst mal ein Bier trinken? Hast du mal 5 Mark? Augenblick. Danke. Wo ist das Haus? Kleines Stück die Straße runter. Hey! Ich brauche eine Richtung! Was ist denn mit diesem Gehmacher? Ist was mit seiner Bank? Ist doch komisch, dass der da am Sonntag hinfährt, oder? Obwohl, so komisch ist es auch wieder. Wo ist dein Wagen? Was? Da hinten. Gib mir die Schlüssel. Wieso, willst du etwas? Ja!
Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, verständigst du die Kollegen, klar? Klar, aber... Frau Gehmacher? Ja? Polizei, mein Name ist Faber. Kann ich einen Augenblick reinkommen? Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Können wir das nicht besser drin besprechen? Ach so. Hier. Danke. Ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, ich wollte nicht stören, ich wollte nur Ihren Mann sprechen. Mein Mann? Was ist mit meinem Mann? Ist er nicht zu Hause? Nein, er ist weggefahren, ja. Mit dem Auto? Ja. Hat er einen Unfall gehabt? Nein, nein. Ich wollte ihm nur ein paar Fragen stellen. Bitte. Nein, danke, ich rauche nicht. Ich auch nicht. Was wollten Sie denn von meinem Mann? Es ist wegen des Einbruchs. Ach ja, wegen des Einbruchs. Ja, ja. In Ihrem Wochenendhaus. Darüber wollte ich mit Ihrem Mann kurz sprechen. Ja, ja, das wollte mein Mann auch gerne. Noch mal darüber sprechen. Ich habe ihn die ganze Woche nicht erreichen können. Da habe ich gedacht, ich gehe am Sonntag mal kurz vorbei. Wann kommt er zurück? Er musste plötzlich weg. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Ist er das? Wer? Ihr Mann. Ja. Vielleicht kann er mich anrufen, wenn er zurück ist. Ich komme morgen wieder. Ja, er soll mich anrufen. Auf Wiedersehen, Frau Gehmacher. Auf Wiedersehen. Er hat seinen Stall also gefunden. Nett und friedlich hier draußen, was? Wir sollten woanders hinfahren und noch etwas warten. Schnauze! Wieso? Der Wachdienst kontrolliert jeden Sonntag kurz nach 11. Es wäre klüger, erst anschließend hineinzugehen. Aha, nicht schlecht. Und warum hast du das nicht ausgenutzt? Weil es zu riskant ist. Sie haben mir gesagt, ich soll vernünftig sein. Ich bin es. Blödsinn, wenn du uns reinlegen wolltest, würdest du es sofort tun. Ich kann mir vorstellen, dass Sie aufgeregt sind. Halt die Klappe, du kannst dir gar nichts vorstellen. Was ist denn los mit dir? Ist doch gut, wenn er mitdenkt. Mir denkt er zu viel. Herrgott, bist du ein Armleuchter. Er macht sein Business wie unseres. Business? Versteht sich wohl besonders gut mit ihm da, hä? Benny hatte schon recht, als er gesagt hat, man müsste auf dich aufpassen. Du kannst froh sein, wenn Benny weiß, wie eine Kanone funktioniert. Dieser Gag gehört doch in den Zoo. Sag das nochmal. Das sag ich dir noch zweimal. Darf ich vielleicht etwas sagen? Nein, fahr los. Wir warten noch nach. Hier macht jeder einen Job. Mir nicht. Und wenn das Ding vorbei ist, möchte ich keinen von euch je wiedersehen. Ist das klar? Ist anzunehmen. Du denk lieber an deine Frau. Ich glaube Ihnen die Sache mit dem Einbruch nicht. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Das glaube ich nicht. Bestimmt. Vielleicht holt er Verstärkung. Der ist wegen dem Einbruch gekommen. Er wollte mit meinem Mann noch mal darüber sprechen. Das haben Sie doch selber gehört. Setzen Sie ja keine Hoffnung in diesen Typen. Ich warne Sie. Wollen Sie was trinken?
Nein. Darf ich mir was holen? Wollen Sie nicht doch was trinken? Eine Cola oder ein Bier? Eine Cola. Das gibt's ja nicht. Der hat an der Bahnschranke tatsächlich SOS gefunkt. Was? Gehmacher. Der war in seinem Wagen bedroht. Max. Und die Frau da oben ist auch nicht allein. Und woher willst du das wissen? Im Aschenbecher lag eine halb ausgedrückte Zigarette und mir hat sie gesagt, sie raucht nicht. Ja, mein Gott, dann hat sie dich angelogen. Nee, nee. Auf meine Geschichte von dem Einbruch ist sie eingestiegen, als ob es wahr wäre. Und? Max, da war einer im Nebenzimmer mit dem Finger am Abzug und hat sie bedroht, hat alles mitgehört. Machen Sie Ihren Mantel zu. Sowas läuft bei mir nicht. Wenn irgendwas schief läuft, schieße ich. Das dürfen Sie nicht vergessen. Sitzen bleiben! Ich dachte, ich soll meinen Mantel schließen. Das können Sie auch im Sitzen. Was ist denn los? Haben Sie Angst? Ich nicht. Ich käme ja noch nicht mal bis zur Tür, ohne von Ihnen durchsiebt zu werden, oder? So ist es. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wie man mit so einem Ding umgeht. Dass Ihnen nicht so heiß wird unter der Mütze. Also ich... Reden Sie keinen Quatsch. Ich wollte nur freundlich mit Ihnen sein. Wer weiß, wie lange wir hier noch zusammen aushalten müssen. Bitte, Herr, müssen Sie Ihre Waffe so direkt auf mich richten? Schöne Schuhe haben Sie. Wie nennt man die doch gleich? Golfer. Sie sind spitze, oder? Wenn es sich wirklich um einen Bankraub handelt, Herr Faber, dann muss eine Fahndung eingeleitet werden. Wir müssen sofort Hauptkommissar Rick verständigen. Ich kann nicht verantworten, dass... Hör mal zu, mein Lieber. Dieser Gehmacher ist in der Gewalt von Gangstern und auf dem Weg zu seiner Bank. Das Einzige, was dir dazu einfällt, sind deine Dienstvorschriften. Entweder hilfst du mir jetzt oder du machst, dass du wegkommst. Aber schnell, Herr Kühn. Bitte entschuldigen Sie, wo ist die nächste Telefonzelle? Auf Stifletten bin ich auch mal abgefahren. Die italienischen. Bin ein bisschen warm im Sommer. Mhm. Die Hemden kaufe ich bei Pinocchio. Haben das beste Design. Kenne ich gar nicht. Wo ist denn das? Entschuldigung, das Gespräch wird amtlich unterbrochen. Sind Sie verrückt? Du Gertrud, das ist ein Verrückter. Sie können gleich weiter telefonieren. Diesmal mit Ihrer Cousine. Ich habe keine Cousine. Doch, doch. Ab heute schon. Sehen Sie? Jetzt ist Ihnen doch warm geworden. Sitzen bleiben! Verdammt nochmal, bleiben Sie sitzen! Wollen Sie mich umbringen? Scheiße. Hallo? Hier ist Loni. Bist du's, Cousinchen? Hannelore, machen Sie es kurz.
Ja? Dann sagen Sie, dass du dich mal wieder meldest. Dass du dich mal wieder meldest? Neben mir steht ein Herr, der angeblich vor ein paar Minuten bei Ihnen war. Er benötigt den Namen des Prokuristen. Sie wüssten schon. Und seine Adresse. Und seine Adresse. Der Willi Spiegel. Ja. Immer noch Lützenkirchenstraße 14. Hm, sonntags ist er immer zu Hause. Und bei mir kommst du nicht vorbei? Ganz bestimmt nicht. Los, setz dich darüber. Ein kleines Andenken für Sie. Danke. Hab's mir überlegt. Mach doch mit bei dir. Na wunderbar. Greife in die Tasche. Ich sperre jetzt auf. Sag mal, willst du jeden Schritt ankündigen? Ich möchte nur, dass Sie nichts Falsches annehmen. Ich öffne die Tür zum Schalterraum. Ja, los, mach schon! Wir müssen zuerst zur Direktion, da drüben. Los. Ich sperre meine Tür auf. Und ich drück deinen Schädel gegen die Tür. Du Arschloch, du Verdammtes! Beherrsch dich endlich mal! Den Revolver lassen wir schön liegen. Ich habe keinen. Ich hol den Schlüssel für das Frühwarnsystem. Der Tresor ist doch unten, oder? Aber die Alarmanlage ist da drüben. Na los, dann mach. Darf ich? Bitte! Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen 1000 Mark gebe? Wenn ich Kleingeld sehen will, stelle ich mich an eine Supermarktkasse, klar? Was war das? 1000 Mark? Mein bestes Angebot. Mehr ist nicht drin. Die Bank ist leer? Nein. Das ist etwa der Betrag, der in meinem Schreibtisch ist. Nehmen wir als Zugabe. Beweg deinen Arsch. Die Alarmanlage. Wenn ich hier aufstehe, garantiere ich aber für nichts mehr. Ich auch nicht, wenn du nicht augenblicklich deinen Arsch in den Tresor runter bewegst. Du sollst dich zusammenreißen, habe ich gesagt. Ich reiß mich zusammen, wenn du. Tust du eben nicht. Los, runter. Ganz wohl ist mir bei der Sache aber nicht. Braucht ja auch nicht wohl zu sein, brauchst nur im Treppenhaus zu warten. Nichts tun? Wenn er freiwillig aus der Wohnung kommt und sich ergibt, dann schlepp ihn aufs Präsidium. Aber damit würde ich nicht rechnen. Deinen Humor möchte ich haben.
Was gibt's denn? Polizei, bitte machen Sie auf. Polizei? Kommt Sie in Ausgang? Bitte lassen Sie mich rein. Vorsicht, die Brücke, mein Zwischendeck bricht. Seien Sie doch vorsichtig, Sie machen ja alles kaputt. Um Himmels Willen, was ist denn los? Sie sehen doch, ich arbeite hier mit Speedkleber. Spiegel, ich brauche Ihre Schlüssel. Sie sind doch Willi Spiegel. Ja schon, was denn für Schlüssel? Den Schlüssel vom Tresor Ihrer Bank. Alle Schlüssel, die man braucht, um an den Tresor ranzukommen. So weit kommt's noch. Herr Spiegel, ich kann Ihnen das nicht lang und breit erklären, nur so viel. Ihr Chef, der Herr Gehmacher, sitzt in der Klemme, ich will ihm helfen. Sie müssen mit mir zusammenarbeiten. Auch wenn es gegen Ihre Vorschriften geht, bitte. Ja, dann kommen Sie mal mit. Entschuldigen Sie, es ist nicht besonders ordentlich hier unten. Ich habe nämlich gerade ein neues Schnellboot im Bau. SB-Klasse, wenn Ihnen das was sagt. Die Deckschnittstelle ist schon rund gepasst. Ich wollte gerade... Herr Spiegel, ich brauche die Schlüssel. Ach, zeigen Sie mir doch mal Ihren Ausweis. Das wollen Sie sein? Tut mir leid. Der könnte gefälscht sein. Meine Dienstwaffe. Glauben Sie mir jetzt? Nur leider keine Polizeiwaffe. So? Hände hoch. Was? Das haben Sie sich ganz hübsch ausgedacht, mein lieber Freund. Aber einen kleinen Fehler haben Sie dabei gemacht. Sie brauchen nämlich zwei Schlüssel für den Tresor. Meinen und den von Herrn Gehmacher. Ach nein. Ja, da schauen Sie, was? Ich werde jetzt sofort die Polizei benachrichtigen. Versuchen Sie ja nicht, mich zu übervorteilen. Ich habe jetzt die Waffe. Bitte fummeln Sie nicht an der Sicherung rum. Los, den Schlüssel, ich habe keine Zeit. Schnell! Danke. Nun basteln Sie mal schön und viel Spaß bei der Deckschnittstelle. Sind Sie wahnsinnig? Lassen Sie doch die Tür offen. Haben Sie ein Stück Klebeband für mich? Klebeband? Ja, wozu denn? Ja, Moment. Hier. Panzertür. Was ist? Wir kommen hier nicht weiter. Was? Man braucht einen zweiten Schlüssel. Nun mach aber einen Punkt. Du willst uns wohl verscheißern, was? Nein, wirklich nicht. Ich hab nur den einen. Und wer hat den anderen? Hä? Der Prokurist. Bei sich zu Hause? Bei sich zu Hause. Du Schwein! Die ganze Zeit hast du es gewusst! Du hast es gewusst, die ganze Zeit! Jetzt lass dir was einfallen, du, sonst dreh ich dir die Luft ab! Wenn du ihn umbringst, gibt's überhaupt keinen Kies! Wie heißt der Mann? Wo wohnt er? Spiegel. Lützenkirchenstraße, am Stadtrand. Was? Den ganzen Weg wieder zurück? Das darf doch nicht wahr sein! Thank you.
Sehen Sie, jetzt klappt das aber. Das hält zehnmal so lange, als wenn es der Pannendienst gemacht hätte. Und außerdem kostet es keinen Pfennig. Naja, hat ja auch Spaß gemacht, nicht wahr? Sind Sie schon mal hier durchgekommen? Nö, eigentlich nicht. Naja, vielleicht klappt's mal in Zukunft, hä? Jetzt lassen Sie den Wagen mal an. Okay. Da ist ja... Da ist das Auto! Mit dem SOS, ich meine der mit dem dreimal kurz, dreimal lang, der. Hey! Dieter! Was gibt's denn? Was ist denn los? Pass auf, meine Vorrede entfällt. Draußen im Wagen sitzt dein Chef mit dem Tresorschlüssel. Und wir sind auch gleich draußen mit deinem zweiten Schlüssel. Wir fahren zur Bank, mein Kumpel und ich kassieren das Geld und dann hast du wieder frei. Alles klar? Mein Gott, das ist ja ein Überfall. Mach dein Hemd zu, zieh dich an. Los, 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 mach schon! Bitte, können Sie die Pistole woanders hinhalten? Los, komm! Ich möchte lieber hierbleiben. Das kann ich mir vorstellen. Ich brauche meinen Wagenschlüssel, dann könnte ich vielleicht hinter Ihnen herfahren. So wie du aussiehst, traue ich dir das auch zu. Los, raus jetzt! Guten Tag, Herr Gehmacher. Guten Tag. Jetzt kann es eigentlich nur noch der Thermostat sein. Aber den habe ich in ein paar Minuten ausgebaut. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Verlassen Sie sich auf mich. Hören Sie, ich glaube, wir müssen die Polizei rufen. Das ist ja ungeheuer. Warum denn? Ich will Ihnen doch nur helfen. Jemanden suchen. Vielleicht die Party. Die ist aber unten. Sie können ja hingehen, wenn Sie wollen. Nie. Prinzipiell. So alt kann ich gar nicht werden. Darf ich Sie fragen, was Sie in unserem Haus im zweiten Stock machen? Aber natürlich dürfen Sie fragen. Ja, was denn? Ich warte. Auf die Gehmachers? Ja, dann klopfen Sie doch an. Würden Sie jetzt bitte endlich verschwinden? Oh. Oh.
Hören Sie zu, ich kann Ihnen das alles erklären. Sicher, alles lässt sich erklären. Mir wollte er Hände gar nicht erklären. Durchsuchen Sie ihn nur ganz genau. Bei solchen Burschen weiß man nämlich nie. Sie wohnen also nicht in dem Haus, ja? Ja. Zentrale, hier Wagen 4. Ja, hier Zentrale. Eine Personenüberprüfung. Wie ist der Name? Er heißt Max Kühn laut Personalausweis, angeblich ein Kollege von uns. Sie haben einen geheimen Auftrag, ja? Tja, leider. Das ist doch ein verrückter Geheimauftrag. Wo gibt's denn sowas? Ja, das stimmt, Kollegen. Ich bin jetzt seit 3 Monaten bei der Fahndung. Arbeitet bei Faber mit. Danke. Tut uns leid. Können wir irgendwas für Sie tun? Passen Sie auf, wir werden wahrscheinlich beobachtet. Also spielen Sie das Spiel weiter und verhaften Sie die Frau und mich. Aber machen Sie ein bisschen fix und packen Sie zu, damit es auch echt aussieht. Na? Was? Ja. Wir werden beobachtet? Hören Sie auf zu quasseln. Behalten Sie bloß eine Weile auf der Wache. Ich steige um die Ecke wieder aus. Ich muss sofort ins Haus zurück. Na, nun machen Sie doch schon. Ja. So, jetzt wirst du mir genau erzählen, was du dem Polypen vorhin gesagt hast. Nichts. Ich habe nichts gesagt. Glauben Sie mir doch. Los, mach schon! Noch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Es lässt sich noch nicht öffnen. Dauert etwa 20 Sekunden. Ein kombiniertes Zeitschloss. Jetzt können Sie. Sie können! Los, los, los! Los, Alter! Was denn zuerst? Egal, alles. Hartgeld auch? Münzen sammeln gebe ich mich gar nicht ab. Los, halt die Klappe! Ich halte meine Klappe, wann ich will! Los, weiter, weiter, weiter! Rein! Los, pack's rein, das Zeug, rein damit! Wir jetzt, was Sie wollten, und wir sind doch gewissermaßen überflüssig. Wir fahren jetzt zu ihm, holen Benny ab. Lass Kevin Narebeck an. Ah!
Hallo, Frau Gehmacher. Ja? Steinmann vom dritten Stock. Wir feiern Geburtstag unten im Schwimmbad. Ja, ja, alles Gute. Dankeschön. Ja, und da wollen Sie nicht mit uns feiern? Ich meine, Sie müssen doch, oder? Wenn Sie nicht zu uns runterkommen, kommen wir eben zu Ihnen rauf. Ich bin so blöd. Klar sind die hinter uns her. Hinter wem denn sonst, Mensch? Quatsch. Es gibt auch Verkehrsunfälle. Ja, Scheiße gibt's. Jetzt ist es aus. Dein Benny wird missgebaut haben. Wir fahren trotzdem hin. Ich fahr zu Benny. So wie ich dich kenne, willst du noch glatt im Stich lassen. Unser Plan wird nicht geändert. Hab ich doch gar nicht gesagt, du Idiot. Warum muss ich bloß mit euch Nieten zusammenarbeiten? Mensch, jetzt halt die Schnauze, sonst schieße ich dir ein Loch in den Schädel. Quatsch nicht rum, guck nach vorn. Was macht denn ihr denn da für Spiele? Das war's. Los, raus. Und keine Faxen, sonst knallt's. Merkt euch das. Alles klar, Benny? Nein! Waffe weg! Waffe weg! Gehen Sie weg. Kümmern Sie sich um Ihre Frau. Wo ist der Dritte? In der Küche. Runter, los, 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 los! Na, was sagst du? Ein dicker Pluspunkt. Hast du die Streifenwagen zur Bank geschickt? Ja, natürlich. Pluspunkt gestrichen. Wir brauchen sie jetzt hier, nicht da. Glückwunsch! Ausgezeichnet! Weitermachen so. Hier, machen Sie nochmal auf. Ja, hier bitte. Danke. Aber wie sind Sie eigentlich auf den Drogeristen gekommen? War ja kein naheliegender Gedanke. Ich meine, immerhin richtig kombiniert. Aber wie, Faber, wie sind Sie drauf gekommen? Entschuldigen Sie mal, du auch. Glückwunsch, Kühn, Glückwunsch, ausgezeichnet, weitermachen so. Aber wieso haben Sie den Prokuristen vergessen? Wieso, Kühn, wieso? Der Spiegel sitzt nämlich noch immer in seinem Keller. Na, würde ich ihn mal langsam rauslassen.